Ich habe ökologische Agrarwissenschaften an der Uni Kassel in Witzenhausen studiert. Ich habe in Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften studiert und auch hier promoviert. Ich bin Malte Bickel. Ich bin derzeit Projektleiter von Transparenz schaffen. Das ist ein Netzwerk für den Lernort Bauernhof in Niedersachsen und Bremen mit ganz vielen Bildungsträgern, die da mit dabei sind und über 400 Bauernhöfen, die im Bereich Landwirtschaft und Bildung an dieser Schnittstelle arbeiten. Einen Alltag gibt es nicht, weil es immer anders ist. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Einerseits bin ich beratend tätig für die Projektpartner. Wir machen Fortbildung, regelmäßige Arbeitstreffen, Öffentlichkeitsarbeit, sind auf Messen aktiv. Also ich arbeite an der Schnittstelle zwischen den Leuten, die das eben umsetzen bzw. vor Ort nochmal koordinieren, zwischen den Geldgebern, also sprich dem Ministerium, der das ganze Programm verwaltet, der Landwirtschaftskammer, die die Gelder verwaltet und vielen anderen Akteuren, mit denen wir vernetzt sind. Neben meinem Hauptberuf bei Transparenz schaffen habe ich noch die Möglichkeit und noch genug Zeit verfügbar, ein zweites berufliches Standbein weiterzuleben. Das ist der Edgar, in dem ich hier sitze, ein mobiles Gewächshaus, mit dem wir über einen Verein an Schulen arbeiten, dort pädagogische Gartenprojekte durchführen. Mein Name ist Lisa Jung und arbeite jetzt am Fachgebiet Nutztierethologie und Tierhaltung. An meiner Arbeit begeistert mich besonders die Vielfältigkeit, dass ich eben alle Bereiche abdecke und nicht nur im Büro sitze oder nicht nur im Stall bin. Wenn ich nicht gerade unterwegs im Stall bin, gehe ich morgens um 7:30 in mein Büro, erledige da die Arbeiten, die zu erledigen sind. Das kann eben das Schreiben von Papern beinhalten. Das kann das Organisieren von neuen Projekten sein, wo ich dann zum Beispiel Landwirte akquirieren und überzeugen muss, dass ich auf ihre Betriebe, in ihre Herden rein darf. Auch ein Teil Laborarbeit, wo ich zum Beispiel Kotprobenuntersuchungen oder Eiqualitätsmessungen mache. Ich bin aber, wie gesagt, auch viel auf Betrieben unterwegs. Nicht nur in Ökobetrieben, ich bin auch in konventionellen Betrieben, wo ich dann eben die Legehennenherden angucke und bewerte, bestimmte Tierschutzindikatoren erhebe. Zwischendrin treffe ich mich natürlich auch immer wieder mit anderen Wissenschaftlern. Wir haben Projekte zusammen, dort röntgen wir ganz viel Knochen und arbeiten auch bei anderen Projekten zusammen. Das Studium der ökologischen Agrarwissenschaften war in vielerlei Hinsicht hilfreich. Also natürlich, dass ich fachlich einfach eine gute Ausbildung habe im Bereich ökologische Landwirtschaft. Aber auch sonst bin ich sehr dankbar für die methodisch-didaktische Ausprägung des Studiums, dass man selber etwas machen kann und gestalten kann und eben auch seine Schwerpunkte wählen kann. Das schätze ich sehr. Der Studiengang der ökologischen Agrarwissenschaften hat mich dazu befähigt, zu sehen, dass es eine wahnsinnige Spannbreite gibt und dass man verschiedene Alternativen in Anspruch nehmen und in Fokus nehmen kann.